Seit RB Leipzig in der vergangenen Champions-League-Saison zweimal gegen Tottenham Hotspur gewonnen hat, hat José Mourinho offenbar ein Auge auf Marcel Sabitzer geworfen. Nun versucht Mourinho offenbar mit aller Macht, den österreichischen Nationalspieler nach London zu lotsen. Laut der spanischen Tageszeitung Mundo Deportivo bietet Tottenham 50 Millionen Euro für Sabitzer, dessen Vertrag in Leipzig im Sommer 2022 ausläuft. Tottenham soll aber nicht nur in Leipzig auf der Suche nach Verstärkungen sein, sondern erneut bei Real Madrid fündig geworden sein. Laut einer spanischen Nachrichtensendung steht Spurs-Coach José Mourinho in Kontakt mit Luka Modric über eine Rückkehr an die White Hart Lane. Mourinho gilt als großer Verfechter des Kroaten und holte ihn schon 2012 als Trainer von Real Madrid nach Spanien. Modric wäre nach Sergio Reguilón und Gareth Bale bereits der dritte Realspieler, der unter der Regentschaft von Mourinho seinen Weg nach Tottenham findet. Nach den Vertragsverlängerungen mit Flügelflitzer Moussa Diaby und Innenverteidiger Edmond Tapsoba gibt sich Bayer Leverkusen optimistisch, auch den nächsten Jungster langfristig zu binden. Der 17-jährige Florian Wirtz, der erst im Januar vom 1. FC Köln nach Leverkusen gewechselt war, soll in Kürze einen langfristigen Vertrag unterschreiben. Da ist noch nichts fix, aber wir wissen gegenseitig, was wir aneinander haben, erklärte Bayers Sportsgeschäftsführer Rudi Völler bei Sky. Es ist alles eingetroffen, was wir uns erhofft haben. Und für ihn auch. Wir sind in guten Gesprächen, so Völler.